Hallo, liebe Kinder, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser Sonntagsschule aus Pforzheim und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei sein wollt und wir wollen diese Sonntagsschule mit Gebet beginnen und so lasst uns die Hände falten, die Augen schließen und zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen für diese neue Sonntagsschule, die du schenkst, Heiland. Ich danke dir für die Möglichkeiten, die wir haben dürfen. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen, wo wir doch lesen und lernen dürfen, Heiland, wo du auch für Groß und Klein doch etwas zubereitet hast. Und so bitte ich dich, dass du jetzt diese Stunde doch unter uns sein möchtest, dass es uns auch deutlich und klar sein werden möchte für unser Leben, Heiland, was dein Wort bedeutet, dass wir es auch in unserem Herzen bewahren. Und segne doch du jetzt diese Stunde gemeinsam. Amen. Doch bevor wir beginnen wollen mit der Geschichte und mit der ganzen Sonntagsschule, wollen wir ein Lied singen, und zwar das Lied »Pass auf, kleines Auge«. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich, drum pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Fuß, wo du gehst. Pass auf, kleiner Fuß, wo du gehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleiner Fuß, wo du gehst. Pass auf, kleines Herz, was du glaubst. Pass auf, kleines Herz, was du glaubst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Herz, was du glaubst. Pass auf, kleines Ich, werd nicht groß. Pass auf, kleines Ich, werd nicht groß. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Ich, werd nicht groß. Ja, schön. So will ich heute mit euch etwas betrachten, was mit diesem hier zu tun hat. Ich denke, ihr kennt das vielleicht alle, mehr oder weniger. Zumindest für alle Kinder, die in Deutschland wohnen, ist das etwas sehr Bekanntes, eine Maske, die man ganz häufig anziehen muss, sobald man irgendwie einkaufen geht oder in die Stadt gehen will, wenn man was unbedingt erledigen muss oder vielleicht auch, wenn die Schulen offen haben. Dann immer, wenn man sich quasi irgendwie näher kommt, sollte man sowas haben. Und es gibt auch verschiedene. Es gibt auch solche hier. Das heißt, die sind besser. Und ich denke, uns allen ist das bekannt, wieso man das anziehen soll.
Jetzt in diesem letzten Jahr mit diesem Coronavirus gab es ganz viele Informationen, wie ein Virus funktioniert, wie er sich überträgt. Und gerade bei diesem Coronavirus ist das ja was ganz Interessantes, dass wenn man ihn abbekommt, wenn er in den Menschen eindringt, dann fängt er sich an auszubreiten und der Mensch bekommt das gar nicht mit. Das heißt, das Virus, das breitet sich aus, der Mensch bekommt es nicht mit und wenn er nicht aufpasst und zu anderen Leuten geht und die anderen Leute nicht aufpassen, dann kann sich da der Virus übertragen. Und deswegen ist ja diese Empfehlung oder auch das Gebot, diese Masken anzuziehen, damit da ein gewisser Schutz dazwischen ist. Und so wurden auch einige Regeln aufgestellt, das heißt unter anderem diese Maske oder auch den Abstand zu halten zueinander, auch viel zu lüften und solche Sachen. Und das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, was zu tun, um einerseits selber davor bewahrt zu bleiben und andererseits, wenn wir es vielleicht auch nicht wissen, auch andere nicht anzustecken. Aber wisst ihr, es gibt noch eine Krankheit oder es gibt etwas noch viel Wichtigeres, was wir schützen müssen als Menschen, vor allem Menschen, die an Jesus glauben. Und zwar ist das unser Herz. Und da meine ich nicht dieses Herz, was bei uns hier in der Brust schlägt und das Blut im Kreislauf hält, sondern ich meine das Herz, wie es die Bibel beschreibt. Und in der Bibel steht drin, dass so wie das Herz ist, so sind wir Menschen. Das heißt, wenn wir ein schlechtes und böses Herz haben, dann sind wir auch natürlich schlechte und böse Menschen. Uns macht es nichts aus, wenn wir vielleicht mal lügen. Wenn wir aber ein reines Herz haben, dann sind wir auch gute Menschen und machen gute Dinge. Und so müssen wir auch unser Herz bewahren und beschützen vor Schlechtem. Das heißt, wenn wir uns zu Jesus gewandt haben, uns bekehrt haben, er unsere Sünden reingewaschen hat, und das wünsche ich jedem von euch, dass ihr das tut und dieses auch erlebt in eurem Leben, dass alles, was ihr getan habt, alles Schlechte, ihr vor Jesus bringt und er wascht das rein und macht den ganzen Schmutz weg und dann ist dieses Herz ganz sauber. So. Aber wir sind ja dann immer noch in dieser Welt mit unseren Schulkameraden, vielleicht auch mit Freunden, mit Nachbarn, die trotzdem kein gutes Herz immer haben und vielleicht auch einen manchmal verleiten wollen zu was Schlechtem, ja, vor allem bei Freunden. Und da müssen wir unser Herz bewahren. Das heißt, wir müssen es bewahren vor dem Bösen, vor Sünde, vor Ungehorsam. Und so gibt es ganz, ganz viele Dinge, die um uns herum sind, wo wir aufpassen müssen. Und es gibt in der Bibel dazu ganz viele Ratschläge. Ja, weil die Bibel sagt uns, wie wir das Herz reinbekommen. Und die Bibel sagt uns auch, wie wir dieses Herz rein bewahren können. Und wisst ihr, in der Bibel, da gibt es vor allem im Alten Testament ganz viele Geschichten von Königen, die ein reines Herz hatten. Und so im Laufe des Lebens, da etwas reingekommen ist und dieses reine Herz nicht bewahrt haben. Und eine Geschichte möchte ich euch erzählen, die vom kleinen Joas. Und bevor ich euch die Geschichte erzähle, will ich euch noch einen Vers sagen, der ein guter Ratschlag ist, um ein Herz zu bewahren, vor allem für Kinder. Weil ihr hört ganz viel Sonntagsschule und habt vielleicht auch in eurer Ortsgemeinde Sonntagsschulen besucht und vielleicht kommt die Zeit, dass wir auch die wieder besuchen dürfen. Ihr habt Gottesdienste, das heißt, ihr habt da ganz viel mitbekommen. Und in Sprüche 3, Vers 1, da heißt es nämlich so: Mein Kind, vergiss meines Gesetzes nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Ja? Mein Kind heißt es da, also das ist
auch für große Kinder, ja, weil wenn wir zu Gott gehören, dann sind wir Kinder Gottes, aber auch für uns, für euch Kleine. Das heißt, das ist für alle, dass wir die Gesetze nicht vergessen und die Gebote halten sollen. Das ist eine sehr gute Regel, die uns in der Bibel gegeben wurde und auch von den Sprüchen. Da gibt es ganz, ganz viele Weisheiten von dem, der sie niedergeschrieben hat. Der hat ganz viel Ahnung gehabt vom Leben, will ich mal sagen, und viele, viele Weisheiten niedergeschrieben. Und das ist auch so ein Ratschlag, ein sehr weiser Ratschlag. Und deswegen möchte ich ihn nochmal wiederholen, damit das auch bei uns hängen bleibt. Ja, weil dieser Vers hat ja auch damit was zu tun, dass wir das behalten und auch nicht vergessen, damit wir das besser dran denken. Nochmal, Sprüche 3, Vers 1. Mein Kind, vergiss meines Gesetzes nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Und so wollen wir mal an der Geschichte Joas sehen, was es heißt, dieses Gebot zu halten, wie sich das im Leben auswirkt und was passieren kann, wenn wir das vergessen und uns von Gott abwenden, wenn unser Herz wieder schmutzig und voller Sünde wird. Und Joas, das war ein König, der wurde schon mit 7 Jahren König. Ich weiß nicht, wie alt du bist, vielleicht bist du gerade 7 Jahre. Ja, dann überleg mal, er war in deinem Alter oder er wurde in deinem Alter zum König. Und ihr Kinder stellt euch wahrscheinlich immer ganz toll vor, wenn man König wird, vor allem mit 7 Jahren, dann bekommt man alles, was man haben will. Dann bekommt man Spielsachen, man hat ein ganz tolles Zimmer, man kann sich alles Mögliche, was man sich nur vorstellt, einfach so bekommt man das. Ja? Man muss nicht nach sich den Tisch aufräumen, vielleicht nicht in der Schule lernen und alles, was wir nicht mögen, stellen wir uns vor, das müssen wir dann nicht machen. Und alles, was wir so gerne machen, wo wir Spaß haben, das können wir dann machen und haben den ganzen Tag dafür Zeit. Aber so einfach ist das als König natürlich nicht. Weil ein König, der regiert über ein ganzes Volk, über viele Menschen. Und da muss er auch schauen, dass es den Menschen natürlich gut geht, dass es dem Land gut geht, dass auch, natürlich gibt es immer wieder auch Feinde. Das heißt, der König muss auch schauen, dass da Krieger da sind, damit man das Land verteidigen kann. Und so gibt es ganz, ganz viele Aufgaben. Die Könige, die sind von morgens bis abends beschäftigt. Ja, wenn irgendwie Ungerechtigkeit war, dann sind sie immer zum König gekommen, haben gesagt, ja hier, da ist Ungerechtigkeit, mir wurde dieses Unrecht getan, der schuldet mir noch dieses Geld. Und da musste der König dann immer ja, den Streit schlichten. Und da gab es dann ganz viel Arbeit für den König. Aber natürlich hat der König auch viele tolle Sachen gehabt, was andere Menschen nicht hatten. Aber dennoch hatte er eine große Verantwortung. Ja, und so war das auch, denke ich, für Joas nicht einfach, mit 7 Jahren König zu werden. Aber wir wollen mal von vorne anfangen und schauen, wie das alles gekommen ist. Und zwar ist das so gewesen, dass Ahasja war der Vater von Joas. Und er war nicht lange König. Der Ahasja, der war nur 1 Jahr lang König und dann ist er gestorben. Und die Mutter von Ahasja, die hieß Athalia und das war eine ganz böse Frau. Die war eine Götzendienerin und wollte natürlich überall auch ihren Götzendienst haben. Und so hat sie auch diesen Ahasja immer gesagt, was er zu tun hat. Und er hat es auch gemacht, wie es die Mama gesagt hat, diese Athalia. Und weil er gottlos war, konnte Gott natürlich auch da nicht viel Bewahrung schenken. Und so hat sich ergeben, dass er nur 1 Jahr lang König war und dann ja, ist er gestorben. Und so ist war das dann, nachdem er gestorben ist, hat die Athalia ganz schnell ihre Soldaten geholt, in den Palast gerufen, ja, weil da gab es, der Ahasja hatte noch Nachkommen, vom Königsgeschlecht gab es noch einige, die jetzt König hätten werden können, aber diese Athalia, die wollte Königin werden. Und was hat sie gemacht? Sie hat die Soldaten gerufen
und gesagt, sie soll alle, die König werden können, alle umbringen, damit niemand da ist und dann kann ich Königin bleiben. Ja, auch ohne Ahasja kann ich direkt Königin bleiben. Und so hat sie ihre Soldaten geholt, hat sie beauftragt, dass sie alle aufsuchen sollen und alle umbringen sollen. Und ja, da sehen wir schon, dass Athalia keine gute Königin war. Ja, die hat kleine Kinder umgebracht, wenn sie irgendwie zum Königsgeschlecht gehört haben. Weiß nicht, vielleicht gab es auch schon größere, vielleicht, ja, wie auch immer, hat sie alle umbringen lassen, den Befehl gegeben. Und so sind die Soldaten dann losgezogen, sind durch den ganzen Königspalast durchgezogen und haben alle gesucht, die irgendwie zu dieser Königsfamilie gehören, vor allem die männlichen Nachkommen. Und da gab es dann eine Frau, die hat sich schnell aufgemacht. Das war die Tante von Joas, also die Schwester von Ahasja. Die hat sich schnell aufgemacht und Ahasja hatte ein kleines Kind. Ja, der war ungefähr ein Jahr alt. Und das Baby hat sie schnell mitgenommen und versteckt, damit die Soldaten das nicht finden. Und als die Soldaten dann durch den ganzen Palast durch sind, haben sie natürlich dieses Kind nicht gefunden, dachten aber, dass die alle umgebracht haben und sind dann zu Athalia gegangen und haben gesagt, ja, alles erledigt, alles umgebracht. Und so war das Kind, hat das Kind überlebt. Und diese Frau, die dieses Kind versteckt hatte, die hieß Josheba und sie war die Tante von Joas. So hat Josheba dieses Baby mit nach Hause genommen und sie war verheiratet mit Jojada und Jojada war ein Priester. Ja, und sie hat ihm alles erzählt, was da passiert ist und dass sie das Baby jetzt mitgenommen hat und jetzt verstecken wollte. Und so hat Joas jetzt bei Jojada gelebt. Und für Joas war das keine einfache Kindheit. Das Gute für Joas war, er hat jetzt natürlich eine sehr gute Erziehung bekommen, ja, bei einem Priester. Und ich denke, dass Jojada ganz viel dem Joas erzählt hat von Gott, von den ganzen Geboten und Gesetzen, wie man das halten muss, weil als Priester hat er das ja alles gekannt und hat wirklich von klein auf dem Joas das alles ins Herz hineingelegt. Und die Athalia, die war total böse, ja, und wir wissen auch oder wir können davon ausgehen, dass sie natürlich auch nicht gut dieses Königreich geleitet hatte, weil wenn sie so böse war, dann hat sie geschaut, dass nur den Götzendienern es gut geht, dass es ihr gut geht und auf die Leute und auf das ganze Volk hat sie bestimmt nicht so viel Acht gegeben. Und so war das auch für das Volk eine ganz, ganz schwierige Zeit und auch der Gottesdienst in dieser Zeit, als Athalia Königin war, ja, das ist alles total schlecht gewesen. Und der Tempel ist auch kaputt gegangen, da gab es kein Geld für den Tempel. Und ja, so war das für die Priester eine schwierige Zeit und alle, die immer noch an Gott geglaubt haben. Aber Joas war jetzt schön zu Hause bei Jojada und hat das immer gelernt und gelernt und er hat ihm sehr viel erzählt. Und das fiel bei Joas auch auf guten Boden. Ja, er hat das auch alles aufgenommen. Und nachdem einige Jahre vorbeigegangen sind, als Joas 7 Jahre alt geworden ist, dann hat Jojada das ganze Volk, die Obersten vom Volk und auch einigen Soldaten gesagt, kommt in den Tempel, dort gibt es noch einen Nachkommen von Ahasja und dann wollen wir ihn zum König salben. Ja, und das war normal, dass auch Priester die Könige gesalbt haben. Und so sind sie in den Tempel gegangen. Es kam natürlich auch sehr viel Volk dazu. Alle, die eingeladen wurden, die haben sich gefreut, weil es jetzt doch noch einen Nachkommen gibt.
Und so sind vom ganzen Land die Leute, die Jojada erreicht hat und denen er das mitteilen konnte, sind die alle zum Tempel gekommen und haben sich sehr, sehr gefreut. Und haben das gefeiert und da wurde dann Joas zum König eingesetzt. Und die Menschen, die waren so froh und so glücklich und waren so laut vor ihr Jubel, dass das sogar die Königin Athalia gehört hatte in ihrem Königspalast. Ja, und sie fragt, was ist da im Tempel los? Wieso freuen sich die Leute so? Was ist da los? Und dann hat die sich schnell auf den Weg gemacht, um zu schauen, was da los ist, und rennt da rein und sieht, dass da jemand zum König gemacht wurde. Und dann ruft die, das ist Verrat, Verrat, fasst ihn, Soldaten, kommt her, das ist Verrat gegen die Königin. Und Jojada hat es auch einigen Soldaten gesagt und die Soldaten waren genauso froh, dass jetzt es doch noch einen Nachkommen gibt, der König werden kann. Und dann hat er gesagt, ja, fasst die Athalia. Und dann sind die Soldaten gekommen und haben die Athalia gefasst und sie abgeführt. Und so musste Athalia sterben. Und so wurde Joas König über das Volk Juda mit 7 Jahren. Und das Interessante ist, was wir von Joas lernen oder weiterlesen, dass er ganz, ganz viel dann Gutes getan hat. Ja, ich denke mal, er hat am Anfang, hat Jojada ihm alles mitgeteilt, wie er zu tun hat, was er zu tun hat, weil mit 7 Jahren, da konnte er noch viele Entscheidungen gar nicht treffen, da war er noch zu jung und hat es auch vieles nicht verstanden. Aber er hat es so nach und nach gelernt und hat natürlich auch gelernt, wie man ein Land regiert mit den ganzen Geboten und Gesetzen Gottes und hat auch gelernt, wenn man das tut, dann muss das gut sein. Und so hat er das Land regiert und da ging es auch der ganzen Bevölkerung sehr gut. Joas wurde größer, war nun König, hat vieles gelernt, wie man das tut und macht und hat auch selber das Land regiert und hat natürlich Jojada als Berater immer gehabt, ja, einen Priester. Und so lesen wir in der Geschichte, in der Bibel, dass solange Jojada lebte, war Joas ein guter König. Er hat Gott gehorcht. Er hat geschaut, dass die Gottesdienste eingerichtet werden, dass die gehalten werden, dass die Gebote gehalten werden, dass es keine Ungerechtigkeit im Land gibt und so weiter. Aber irgendwann mal, Jojada war ja schon älter, ist der Zeitpunkt gekommen, da ist er gestorben. Und nun war Joas ganz auf sich gestellt. Ja, jetzt musste er selber regieren. Der beste Berater, den er fast sein ganzes Leben bisher gehabt hatte, war jetzt nicht mehr da. Und diese Situation haben auch andere Leute ausgenutzt. Das heißt, es gab immer noch viele, die Götzendiener waren im Land, die es jetzt nicht gut hatten, weil Joas natürlich an Gott geglaubt hat und jetzt geschaut hat, dass alle an Gott glauben. Aber trotzdem gab es immer noch Götzendiener und es gab auch Götzendiener, die Vornehme im Volk waren, ja, das heißt angesehene Leute und vielleicht auch reiche Leute. Und die sind dann eines Tages zu Joas gekommen sind vor ihm auch niedergefallen, ja, und haben gesagt, ja, Joas, du bist ein toller König, haben dem ganz gut zugeredet und haben so Freundschaft geschlossen mit Joas, haben die Freundschaft gesucht von Joas. Und Joas ist auf diese Freundschaft eingegangen. Und da lesen wir, dass ab diesem Zeitpunkt etwas mit Joas seinem Herzen passiert ist. Ja, er hat sich eingelassen
mit Götzendiener, mit Schlechtem. Und das hat Eingang gefunden in sein Herz. Und das hatte Auswirkungen jetzt auf sein ganzes Königreich. So, dass er jetzt auch angefangen hat, wieder Götzendienst zu tun. Er hat selber Gott vernachlässigt, ist nicht mehr in den Tempel gegangen und hat angefangen, fremden Götzen zu dienen und zu opfern und hat dort Gottesdienste durchgeführt. Und er wurde so böse, dieses Herz, das wurde so hart, dass eines Tages ein Prophet gekommen ist zu Joas und zu ihm gesagt hat: Joas, das, was du tust, das ist nicht gut. Gott hat mich gesandt, um das dir zu sagen, ja, weil du das vielleicht schon selber gar nicht mehr mitbekommst. Aber Gott hat mich gesandt. Du kennst doch Gott. Und dieser Gott hat mich gesandt, um das mit dir mitzuteilen. Aber bei Joas, das Herz, das war schon so hart. Er hat sich geärgert an diesem Propheten. Und wisst ihr was? Das war so gefühllos, dieses Herz, dass er diesen Propheten hat umbringen lassen. Und da müssen wir sogar aufmerken, dieser Prophet, den er umbringen hat lassen, das war der Sohn von Jojada. Ja? Das heißt, dort, wo er sein ganzes, oder ja, wo Jojada ihn so lange auf ihn aufgepasst hat, ihn erzogen hat, ihm ein Heim gegeben hat, dass er gut erzogen wurde, solange er König war, ihm zur Seite gestanden ist und ganz, ganz viel Zeit investiert hat und ihm viel Gutes getan hat, an das alles hat Joas nicht mehr gedacht und hat den Sohn von Jojada, dem so viel Gutes getan hat, hat ihn umbringen lassen. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil Joas hat von klein auf alles mitbekommen, hat es aber nicht geschafft zu bewahren, ja, durch die falschen Freunde, und ist dann ja einen anderen Weg gegangen. Und so lesen wir auch nichts Gutes mehr in der Bibel, da steht auch nicht mehr allzu viel drin, aber Joas wurde dann irgendwann mal ermordet und war nicht mehr König. Das heißt, Gott hat sein Gericht vollzogen, hat ihn gewarnt, er hat sich nicht warnen lassen und dann war er auch nicht mehr so lange König. Ja, so denke ich, dass das eine sehr lehrreiche Geschichte für uns ist, ja, weil Joas, der war auch noch sehr jung, hat alles gut mitbekommen, war ein Kind wie ihr und hat sehr gute Erziehung genossen und ich denke, das werden auch viele von euch haben, dass sie eine gute christliche Erziehung haben, auch vieles aus der Bibel mitbekommen, auch aus den Sonntagsschulen vieles mitbekommen, ja, aber wir müssen das auch in unserem Herzen bewahren. Und wir sehen auch, dass wenn wir das Herz nicht bewahren und da eine Kleinigkeit Eingang findet, ja, dann kann das dazu führen, dass diese Kleinigkeit sich ausbreitet und das ganze Herz einnimmt und wir ein ganz, ganz schwarzes, dunkles, sündvolles, schlechtes Herz haben. Und das, was in unserem Herzen ist, das werden wir auch nach außen hin machen und tun. Ja, das heißt, wenn das Herz schlecht ist, dann werden wir auch Schlechtes tun. Und das will ich jetzt mal vergleichen, dass es so wie mit der Krankheit ist, die wir kennen. Ja, das heißt, wenn unser Herz dann schlecht und böse geworden ist, dann kann das auch in andere Menschen Eingang finden. Weil wenn wir Schlechtes machen und vielleicht lügen, stehlen oder auch andere schlechte Sachen machen, ja, vielleicht auch nicht so großes Schlechtes machen und das unsere Freunde sehen und dann sagen, ja, der macht es auch, dann darf ich das doch auch machen. Und dann kann sein, dass dadurch auch was Schlechtes bei unseren Freunden Eingang findet und auch bei ihnen das Herz so nach und nach schlecht, dunkel und schwarz wird. Und das ist nicht schön. Ja, deswegen müssen wir einerseits unser Herz bewahren und uns natürlich auch vor anderen bewahren. Wir sehen auch, dass wenn wir
uns an die Gebote und die Gesetze halten, die wir mitbekommen, das ist, dient auch uns zur Bewahrung des Herzens. Und so habe ich mal eine Geschichte gelesen von einem Jungen, eine kurze Geschichte, die aber das sehr, sehr gut zeigt und die möchte ich euch auch noch weitergeben. Und zwar gab es da auch einen Jungen, der wollte unbedingt mit einem Freund spielen aus der Schule, der aber nicht gut war. Und so ist er zu seiner Mutter gekommen und hat gesagt, Mutter, darf ich heute mit Peter spielen? Ja, ich will mit ihm, er hat gesagt, wir können so viele tolle Sachen machen und ich will mit ihm auch mal spielen. Und dann sagt die Mutter, ja, aber du weißt doch, dass der nicht gut ist, ja? Er raucht und er flucht. Und dieser Junge, der hieß Gregor, der wurde ganz traurig, weil er wollte doch so gern auch mal was erleben mit diesem Jungen. Wahrscheinlich hat der Junge immer erzählt, was er Tolles macht und hier und da Tolles macht und hierhin geht und dorthin geht, sodass ganz große Begeisterung da war. Und die Mama sagt, nein, das ist nicht gut. Und so war dieser Gregor ganz böse, die Mundwinkel sind nach unten gegangen, schon wieder erlaubt es die Mama nicht. Aber die Mama wollte ihm zeigen, wie das ist. Und so hat sie dem Gregor gesagt, Gregor, geh hol mal ein Glas Wasser. Und so ist der Gregor gerannt, hat ein Glas Wasser gebracht, hat es hingestellt und dann sagt die Mutter, so, jetzt hol mal das Tintenfässchen und mach mal einen Tropfen Tinte da rein. Und da ist der Gregor gegangen, hat Tinte geholt und hat den Tropfen Tinte reingemacht. Und so schauen die sich beide das Glas an und der Gregor sieht, wie diese Tinte sich im Wasser verteilt und das ganze Wasser farbig wird. Ja, das war vorhin schönes, klares Wasser und plötzlich hat sich alles verfärbt und ist gar nicht mehr schön gewesen. Jetzt sagt die Mutter, Gregor, jetzt nimm mal Wasser, ja, und tropf mal da rein oder schütte mal rein. Mal schauen, wie viel Wasser wird denn benötigt, damit es wieder sauber wird, damit es wieder klar wird. Und so hat der Gregor versucht und hat in dieses Glas Wasser reingemacht. Aber das wird nicht sauber. Dann sagt er, Mama, da reichen nicht ein paar Tropfen, da braucht man ganz viel Wasser. Und so sagt die Mama, ja siehst du, genau so ist das, wenn etwas Kleines in unser Herz Eingang findet. Das macht so viel kaputt. Und mit ein bisschen Gutem können wir das Kaputte nicht wieder gut machen. Und dass es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit gibt, um das wieder gut zu machen. Und das ist die Möglichkeit, die wir haben, zu Jesus zu kommen. Ja, und Jesus kann das alles Schlechte und alles Dreckige wegmachen, wegkippen, in unserem Fall dieses Wasser ausschütten, ja, und frisch befüllen, dass es wieder klar ist, dass es wieder rein ist. Und so hat die Mutter gesagt, gab es im Leben schon so viele Menschen, die haben gesagt, das ist nicht schlimm und hier ist nicht schlimm. Und dann kommt so ein Tropfen und macht alles kaputt. Ganz viele Seelen gehen kaputt. Ja? Und der Gregor hat vorher noch gemeint, weißt du Mama, wenn ich doch mit diesem Jungen spiele, dann kann ich dem doch noch vielleicht was Gutes mitgeben. Ich kann ihm zeigen, dass ich an Gott glaube, ihm was Gutes erzählen. Ja, aber die Mama sagt, nein. Ja, dieser eine Tropfe sauberen Wassers kann einen Becher dreckigen Wasser nicht sauber machen. Aber andersherum, dieser saubere Becher, wenn da ein Tropfen Dreckiges reinkommt, dann ist alles wieder schmutzig und dreckig. Und so sehen wir an diesem Beispiel, ja, wie es Joas gegangen ist mit seinen Freunden. Er hat es eingelassen und zugelassen und das hat ihm das ganze Herz kaputt gemacht. Und so möchte ich auch nochmal euch zurufen, wenn wir ein reines Herz haben, wenn wir ein reines Herz haben, dass wir unser Herz bewahren müssen.
beschützen müssen, damit nichts Dreckiges Eingang findet. Und so wie es im Natürlichen den einen oder anderen Ratschlag gibt und Schutz gibt, so will ich euch auch das mitgeben für euer Leben. Einmal natürlich das, was wir gehört haben, dass wir die Gesetze nicht vergessen und die Gebote halten. Ja, das schützt unser Herz. Dann, was wir auch aus der Geschichte gelesen, rausgehört hatten, dass wir aufpassen müssen auf unsere Freunde. Das ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Teil, vor allem als Kind, dass wir keine schlechten Freunde haben. Und es gibt natürlich noch viele, viele andere Dinge. Und ich denke, dass die meisten Dinge oder alle Dinge, die wir brauchen, wo wir Ratschlag bekommen, das finden wir natürlich in der Bibel. Und deswegen will ich euch auch als Schutz mitgeben, ja, dass wir in der Bibel lesen sollen und Gottes Wort halten sollen. Ja, weil dort bekommen wir die Ratschläge. Ganz viele Ratschläge gibt es für ganz viele Situationen. Aber das ist ja nicht so, dass in der Bibel alles ganz genau drinsteht, mit diesem Freund darfst du spielen und mit diesem Freund darfst du nicht spielen oder das darfst du tun und das darfst du nicht tun. Ja, vor allem die Bibel, die wurde schon viele, viele Jahre, ist es her, dass sie geschrieben wurde. Und da gab es noch viele Dinge gar nicht, die es heutzutage gibt. Und manche Dinge, die sind gut, manche Dinge sind nicht gut. Und trotzdem müssen wir anhand der Bibel heutzutage wissen, was ist gut für uns und was ist nicht gut für uns. Und deswegen gibt es noch einen wichtigen Ratschlag. Ja, weil die Bibel verstehen wir manchmal ganz schön, ist schwierig zu verstehen. Gibt es noch den Ratschlag, dass wir beten sollen. Ja, weil wenn wir zu Gott beten, zu Jesus beten, dann kann er uns Wegweisung geben. Er kann uns Schriftstellen in der Bibel wichtig machen, auch als Kind, wo wir dann lernen, wie wir im Alltag umzugehen haben, wenn vielleicht irgendwas Schlimmes auf uns zukommt, wir nicht wissen, was wir tun sollen oder wie wir das tun sollen, dann dürfen wir beten und bitten, dass Gott uns hilft. Und so ist es wichtig, dass wir unser Herz rein bewahren. Ja, die Voraussetzung natürlich ist, dass wir unser Herz gereinigt haben, dass Jesus das rein gemacht haben. Und so wünsche ich jedem Kind, welches das Herz noch nicht rein gemacht hat, dass ihr das in Ordnung bringt, zu Jesus bringt. Ja? Weil Jesus ist der einzige Arzt, der diese Möglichkeit hat. Sonst gibt es keine Möglichkeiten. Das ist die einzige Möglichkeit. Und wenn Jesus uns das Herz rein gemacht hat, dann müssen wir das natürlich bewahren, weil um uns, wie wir gehört haben, immer noch Böses ist. Da gibt es immer noch diese Freunde und da gibt es immer noch die Versuchungen, dass wir vielleicht Dinge möchten, die nicht gut für uns sind, dass wir unser Herz bewahren. Und so sind wir auch zum Abschluss gekommen dieser Sonntagsschule. Und wie gesagt, ich wünsche von Herzen dir, dass du dein Herz reinwaschen lässt von Jesus und dann ist diese Sünde weg. Er wird nie mehr an sie denken. Und wenn das rein geworden ist, dass wir dann achten und unser Herz bewahren, dass es nicht angesteckt wird, dass nichts Kleines Eingang findet. Ja, und selbst wenn dann vielleicht eine Kleinigkeit Eingang findet und wir das mitbekommen, dann gleich zu Jesus gehen und sagen, ja, Jesus, mir ist da Sünde passiert. Ich wollte das nicht. Ja, und dann können wir das in Ordnung bringen und dann ist das Herz wieder rein und dann dürfen wir ganz, ganz fröhlich weiter unseren Weg gehen. So möchte ich noch zum Abschluss dieser Sonntagsschule gemeinsam beten. So lasst uns nochmal die Hände falten und die Augen schließen und ich werde mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen auch für diese Sonntagsschule. Ich danke dir, dass wir doch dein Wort haben dürfen, dass wir doch daraus lernen dürfen, dass wir auch anhand der Geschichten doch sehen dürfen, Heiland,
wie du mit deinen Kindern gehst, die dir dienen, die dir nachfolgen, aber wie schnell es auch bergab geht, wenn wir doch deine Gebote vergessen, wenn wir es verlassen und nicht daran denken, dass unser Herz doch wieder schwarz und voller Sünde wird und Böses, Heiland, und auch wir doch hingehen und Böses tun. Und so bitte ich dich, dass du uns davor bewahren möchtest, dass wir Acht haben auf dein Wort, dass wir Acht haben auf die Ratschläge und es auch in unserem Leben doch anwenden, Heiland, dass wir es nicht vergessen. So bitte ich dich auch, dass du den Kindern helfen möchtest, Heiland, auch mit ihren Freunden und mit allem, was sie doch tun, dass doch auch da nichts Schlechtes Eingang finden möchte in ihr Herz, dass du sie bewahrst, ihr Leben lang. Und so gebührt dir alleine, du großer und allmächtiger Gott, für alles der Dank. Amen. So, wollen wir noch gemeinsam ein Lied singen? Dieses Lied besingt, wie wir uns auch bewahren können. Und so wünsche ich euch, dass ihr das nicht nur heute gehört habt, sondern dass ihr das wirklich mitnimmt für diese Woche, für dieses Jahr und wirklich euer Herz bewahren möchtet. So wollen wir noch das Lied singen, Wie kann man jung sein? Wie kann man jung sein und den Weg unsträflich gehen? Wie kann man jung sein und dem Herrn gefallen? Wie kann man jung sein und den Weg unsträflich gehen? Wie kann man jung sein und dem Herrn gefallen? Wenn man sich hält an Gottes Wort, wenn man sich hält an Gottes Wort, wenn man sich hält an Gottes Wort, Wort, wenn man sich hält an Gottes Wort. Wie kann ein Mädchen seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann es jung sein und dem Herrn gefallen? Wie kann ein Mädchen seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann es jung sein und dem Herrn gefallen? Wenn es sich hält an Gottes Wort, wenn es sich hält an Gottes Wort, wenn es sich hält an Gottes Wort, wenn es sich hält an Gottes Wort. Wie kann ein Junge seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann er jung sein und dem Herrn gefallen? Wie kann ein Junge seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann er jung sein und dem Herrn gefallen? Wenn er sich hält an Gottes Wort, wenn er sich hält an Gottes Wort, wenn er sich hält an Gottes Wort, wenn er sich hält an Gottes Wort. Wir wollen jung sein und den Weg unsträflich gehen. Wir wollen jung sein und dem Herrn gefallen. Wir wollen jung sein und den Weg unsträflich gehen. Wir wollen jung sein und dem Herrn gefallen. Wir halten uns an Gottes Wort. 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 So verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Sonntag und auch einen gesegneten Tag und Gottes Bewahrung euch. Tschüss.